Leute, wir sind auf dem Weg zum Bunker. Die Wagen außerhalb geparkt, damit wir nicht in das Sperrgebiet rein müssen wegen Geldzahlung in Brandenburg. Man darf da nicht mit den Autos rein. Und jetzt müssen wir erstmal knapp 2 Kilometer Fußweg zurücklegen. Wir melden uns mal vor Ort. So, jetzt einfach tiefer runter da drauf. Alles klar. Hast du, Schatz? Ja, ich melde meinen Rucksack abmache, ja, oder? Ja. Am besten. Ich würde sagen. Soll ich den vorne weg tun? So. Die kommt da so durch. Ja. So, wir haben es geschafft. Das ist eine Aktion, da braucht man ein bisschen Gelenkigkeit für. Aber es hat geklappt. So, weiter geht's durch den Tunnel. Vorsicht mit den Köpfen. So. Da geht's dann rein. Das ist eine Hammeranlage von der Groß und da ist noch eine ganze Menge Zeugs drin. Wie ihr hier sehen könnt, wo ich hier stehe, der Sinn erschließt sich natürlich nicht immer. Ich würde sagen, wir zeigen euch erstmal einiges durch und die Anlage hat 2 Etagen. So, dann folgt mir mal weiter. So Leute, das ist eine Besonderheit an dem Bunker hier, nämlich dieser Stoßdämpfer. Die Bodenplatte ist gelagert auf schweren hydraulischen Stoßdämpfern, kann man hier sehen, die im Falle einer Explosion und Erschütterung die innere Technik hier vor Schaden bewahrt haben. Das ist also was ganz Besonderes bei diesem Bunker und darum ist er auch als atomsicher einzustufen. Etwas Ähnliches gibt es auch bei dem Bunker, beim Honecker Bunker.
Hier sieht man auch den Mechanismus, mit welchen Kräften der arbeiten kann. So, wir arbeiten uns mal vor. Das sind Teile der LTA hier, der lufttechnischen Einrichtung. Das sieht man einfach in der Farbe blau. Und hier sind wieder die Halterungen der Senderöhren. Hier hat eine Sendeeinheit gestanden und hier genauso. Und hier ist die Kühlung der Röhren gewesen, damit, weil die ziemlich Abwärme erzeugen. Also das ist der Senderaum gewesen. Und hier sieht man auch, da an dem dicken Kabel, hier ging die Energie in die Antennen rein, die irgendwo draußen standen. So, auch hier wieder eine Sendeeinrichtung. Hier sind die Hochfrequenzkabel gewesen. Hier die Halterung für die Endstufen. Und die Schienen hier sind ganz dicke Masseleitungen. Habe ich schon öfter mal erwähnt, jeder Sender braucht gute Masseleitungen. Natürlich wurden die Sachen schon abgebaut von den Russen, das ist klar. Alles, was hier war, ist von 91 demontiert worden. Jo, ist klar zu sehen, dass das hier in der Sendezentrale war. Vermutlich, um die Truppenteile zu erreichen. Also die einzelnen Bunker standen über ein Richtfunknetz in Verbindung. Und die Aufgabe dieser Bunker war es halt, die Gefechtszentralen unter die Erde zu verlagern, wenn überirdisch alles kaputt ist oder der Atomkrieg da war. Das dürfte Schutzklasse 2 Objekt sein, üblicherweise eine Woche überleben nach Atomkrieg, länger auf keinen Fall. Denn dafür fehlen hier bestimmte Einrichtungen, gerade die Luftversorgung ist hier nicht sehr ausgeprägt. Werden wir dann wieder durchbissen. Ja, hier ist der Bauschutt von oben verfüllt worden hier rein. Klar zu sehen, das Zeug kommt alles von oben. Das wurde hier auch mal wahrscheinlich durch diesen Tunnel, den man hier sieht, reingeführt. Ich gehe mal an, davon hier ging es nach oben. Da ist auch eine Tür, ein Notausstieg, wie ich das sehe. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass man den Bunker dadurch beschädigt hat. Aber können wir nichts machen. Das ist alles schon lange, lange her. Na, Uwe kommt ja auch bekannt vor, oder? Das haben wir schon mal gesehen in einem speziellen Bunker, KIP 71, die Kühlanlage.
Ja, also ich werde euch auf keinen Fall alles zeigen können in diesem Video, weil der Bunker ist einfach viel zu groß. Der hat fast 2.500 Quadratmeter Fläche und ebenso viele Räume. Natürlich sind alle Räume irgendwie ausgeräumt, geschrottet und so weiter. Ich beschränke mich dabei auf die wichtigen Sachen und die restlichen leeren Räume lassen wir weg. Also man staut nur, wie viele Schleusentüren hier verbaut worden sind, eine nach der anderen. Die dann ja, die Druck- und Personen abhalten sollten. Eine nach der anderen. Oh. Ein altes Russenwaschbecken. Auch hier wieder Sendeanlagen, Technik. Kühlung für Aggregate. Gestanden. Und hier oben sieht man dann die Kühlluft. Was die Russen natürlich auch alles ausgebaut haben, damit eben keiner dahinter kommt, was hier eigentlich genau drin war. Alles, was Aufschluss geben konnte, ist hier verschwunden. Aber letztendlich ist es auch egal, wozu das Ganze gedient hat. So. Hier ist eine Pfütze voll mit wahrscheinlich Maschinenöl. Da muss man nicht rein. Hier ist alles isoliert. Ich gehe auch hier davon aus, Wasser. Ellen, kannst du das mal übersetzen hier? Das steht wieder Boni. Sofliudai Techniki. Ja. Bierso, warte mal, Bierso Pasnosti. So, hier ganz klar Batterielager. Hier standen die Notstromzellen. Sendeanlagen gefüllt gewesen und es ist noch einiges da, vor allem die Umwelttechnik ist noch da. Die LTA nennt sich das, lufttechnische Anlage und die Kühlsysteme. Alles andere wurde natürlich entfernt. Und wir sind immer noch nicht fertig, weiter geht's. Sehr feucht hier. So. Und hier ist wahrscheinlich jetzt auch Ende. Denn der Bunker ist ja hier an den regulären Eingängen verschüttet worden. Und da dürfte es dann auch nicht weitergehen hier. Auch dieser Eingang dürfte, ja, ist zugemauert, ganz klar, Deckel drauf,
aus die Maus. So Leute, wir nähern uns wieder dem Ausgang, oder dem Eingang besser gesagt. Ja, ich habe euch jetzt einen richtig großen Bunker mal gezeigt. Der ist auch in einigen anderen Videos schon zu sehen gewesen. Aber ist halt eine Location, wo man mal gewesen sein muss. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen interessant. Alles Gute, bis demnächst. Euer Kalter Krieger.